So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr seht es schon an meinem Outfit. Heute geht es ein bisschen fruchtig zu. Wir machen weiter in der Cocktailreihe. Und da haben wir uns einen rausgesucht heute, den Moskau Mule. Den werden wir heute präsentieren in zwei verschiedenen Varianten. Und wie immer bin ich eigentlich ja nur für das Praktische zuständig, nachher für die Zubereitung von diesem Cocktail. Und der Sven kann ein bisschen was zu dem Cocktail erzählen. Jochen, Moskau Mule, ganz eine einfache Geschichte, schön sommerlich, fruchtig, frisch, das schmeckt einfach das Ding. Hast du ja auch zwei Varianten heute überlegt? Ja. Ganz genau, ich habe zwei Varianten ausgedacht, ein Original, einfach mit Limettensaft, Wodka und Gingerbeer und der andere so ein bisschen abgewandelt vom Munich Mule, abkupfert ein bisschen, der wird aber nicht mit Gin gemacht heute, sondern auch mit Wodka und da kommt eben dann die Gurke. Und das ist auch nur so ein bisschen Freshness. Und das finde ich ist auch so ein ganz cooler Kick. Und ich bin gespannt, wie es da schmeckt. Du wirst es nämlich auch wieder. Ja. Und alles, was man dafür braucht, steht schon hier. Ne? Alles, was wir brauchen. Wir brauchen einen Wodka. Ich sage immer, wenn man ein bisschen besser den Wodka nimmt, ist das, was man auch pur trinken will, einfach auch das, was im Glas dann drin ist, besser. Finde ich jetzt. Frische Limettensaft habe ich schon mal vorbereitet hier. Okay. Nur so die Gläschen. Und Thomas Henry Ginger Beer. Spicy Ginger, das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen am ausgewogensten. Man kann auch andere nehmen, gibt inzwischen auch 4, 5, 6 ganz schön viele. Okay, super. Dann würde ich sagen, legen wir los. Dann legen wir los. So, dann fangen wir an, die zwei Varianten mal herzurichten. Auf jeden Fall. Die eine Variante ist ja die, wie man gesagt hat, mit Gurke. Einfach zwei Scheibchen Gurke schneiden, die in den Becher rein und dann mit dem Mattler zerdrücken. So dass in der, im Becher so ein bisschen Mousse entsteht. Gut. Jetzt füllen wir die Becher halb auf mit Eis. Ich habe vorher schon ein bisschen Eis reingetan, dass die Becher sich einfach auch ein bisschen an die Temperatur gewöhnen können. Den anderen auch gleich, weil hey, wir machen es schon gescheit, wir machen gleich zwei auf einmal. Jawohl, wunderbar. Dann nehmen wir unseren frisch gepressten Limettensaft, jeweils die Hälfte in jeden Becher rein. Einfach oben drüber. Dann verwenden wir einen Grey Goose. Ich finde, der ist echt ein richtig leckerer Cocktail, ein richtiger guter Wodka. Da dann 4 cl, wie gesagt, helfen immer. 4 cl Wodka, 2 cl Limettensaft und das ist die ganze Geschichte. Genau. Ihr misst es ganz genau ab. Wunderbar. Gut. Jetzt dann füllen wir den Rest auf mit Eis. Und kippen dann das Thomas Henry Spicy Ginger drüber und das war's dann auch schon. Dann heißt es einfach mal probieren. Garnieren kann man es entweder mit frischer Minze oder beim anderen jetzt eben mit einer frischen Gurke, einer Gurkenscheibe und dann war's das auch schon. Dann bin ich gespannt, was er sagt. So, dann probiere ich erstmal die mit Gurke. Ja, genau, da bin ich gespannt. Oh ja, der ist richtig lecker. Dann schmeckt auch die Gurke raus. Ja, das sollte man. Da ist es eben ganz deutlich.
Ja, halt nicht. Nee, also mir schmeckt die Variante mit Gurke ist besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Du magst aber ja auch die Variante im Gin mit Gurke. Ja, ja. Das magst du ja auch gerne. Ja. Doch, von das gibt dem Ganzen noch einen gewissen Akzent. Also, mit Gurke ist sehr lecker. Das wäre so meiner. Ja? Ja. Also, dann sehen wir wieder. Also, Mrs. Schneiderer, somit hoffe ich mal, dass wir deinen Wunsch erfüllen konnten. Der Moskau Mule einmal klassisch mit den drei Zutaten und hier einmal ein bisschen abgewandelt, ein bisschen noch frischer mit Gurke. Und ich denke mal, wenn du es nachgemacht hast, wirst du sicherlich in den Kommentaren da lassen, ob es dir geschmeckt hat, beziehungsweise welcher dir jetzt besser schmeckt. So, jetzt hast du gesagt, man kann das noch mit Minzblätter garnieren, das wäre jetzt für den, wo keine Gurke drin ist, oder? Ich würde grundsätzlich auf den, wo keine Gurke drin ist, würde ich die Minze oben als Deko nehmen. Einfach die das Minzblatt oder so ein kleines Minzsträuße nehmen, kurz anklatschen, dann lösen sich die ätherischen Öle auch ein bisschen und du hast, sobald du das in die Nase nimmst, hast du auch automatisch noch den Geruch von der Minze so ein bisschen im Näsle. Das finde ich auch toll, das ist alles auch sehens. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Heute wieder eine zweite Variante hier vom Moskau Mule. Einmal vorgestellt mit Gurke drin und einmal ohne die Gurke. Ich würde aber euch empfehlen, probiert es mal mit Gurke auch. Auch wenn ihr kein Gurke-Fan seid. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Geschmackserlebnis. Lohnt sich auch zum Nachmachen jetzt im Sommer, dann auch wenn man Gäste hat, eignet sich der Gurke ganz gut unbedingt. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und auch unter die Abonnierfläche nicht vergessen und auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Video. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bis dann, macht's gut. Ciao.